Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute gebe ich dir drei einfache Schritte mit, die du unternehmen kannst, um jetzt und in Zukunft mehr Erfolg bei Frauen zu haben. Geil, dass du wieder da bist. Ich hatte wieder Coaching am Wochenende. Coaching inspiriert mich immer zu neuen Videos, gibt mir neue Videoideen. Und deswegen soll es hier heute um drei einfache Schritte gehen, die du jetzt unternehmen kannst, um jetzt und auch in der Zukunft mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Die erste Sache, die ganz wichtig ist, und das ist eine ganz elementare Sache, und das klingt jetzt vielleicht für dich so, ja, das ist ja logisch, Tim, aber glaub mir, für viele Leute, für die das logisch klingt, ist es trotzdem irgendwie unmöglich, das umzusetzen. Beziehungsweise sie setzen es nicht um und wundern sich dann, warum es nicht funktioniert. Und zwar ist die erste Sache, die du machen solltest, ist, lern einfach mehr Frauen kennen. Und ich sage das deswegen, weil ich schon ganz oft hatte, dass Männer zu mir gekommen sind oder mit mir telefoniert haben oder auch meinetwegen in den YouTube-Kommentaren geschrieben haben. Und sie haben geschrieben, hey Tim, also ich habe diese Woche 5 Frauen angesprochen oder ich habe diese Woche 7 Frauen angesprochen, aber ich habe nur eine Nummer bekommen und getroffen habe ich irgendwie auch keine Frau. Und letzte Woche habe ich auch 3 Frauen angesprochen, aber da ist auch nichts mehr rumgekommen. Irgendwie klappt das alles nicht. Was ist denn das? Wieso passiert das denn immer? Und warum passiert das vor allem mir? Bin ich hässlich? Bin ich doof? Was ist mein Problem? Und erstmal, schön, dass dieser Mann 3 oder 7 Frauen angesprochen hat. Das freut mich natürlich. Das ist ein guter Schritt. Das ist ein guter Anfang. Dir muss aber klar sein, dass wenn du wirklich Erfolg mit Frauen haben willst, also auch großen Erfolg mit Frauen haben willst, du mehr Frauen kennenlernen musst. Und 95% der Männer da draußen lernen einfach nicht genug Frauen kennen, um wirklich den Erfolg mit Frauen zu haben, den die sich vorstellen. Denn du stellst dir sicherlich nicht folgenden Erfolg mit Frauen vor. Ja, durch zufällige Prozesse oder wenn ich Glück habe, treffe ich vielleicht 1, 2, 3 neue Frauen im Jahr. Das ist sicherlich nicht dein Erfolg von Frauen, beziehungsweise nicht der, den du haben willst. Und wenn es ein anderer Erfolg ist, den du haben willst, wenn du wirklich regelmäßig jede Woche neue coole Dates haben willst, mit verschiedenen Frauen schlafen willst, eine Freundin haben willst, verschiedene Freundinnen haben willst, in einer offenen Beziehung, was auch immer, Sache, dann musst du einfach mehr Frauen kennenlernen. Ob du das jetzt auf der Straße machst, ob du das jetzt im Internet machst, ob du das im Club machst, ob du das in einem Freundeskreis machst, ob du das im Fitnesscenter machst oder wo auch immer du es noch machen könntest, das ist nicht relevant. Aber du musst einfach die Anzahl erhöhen. Und glaub mir, wenn du gerade denkst, oh ja, also das mache ja schon einiges, ne? Dann guck mal genau hin und lass mich dir sagen, die meisten Leute machen wirklich sehr wenig. Also ich hatte dann auch schon Leute, die waren so, also Tim, ich habe in meinem Leben aber schon so 100 Frauen angesprochen, ne? Aber so richtig viele Dates hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe in meinem Leben über 5000 Frauen angesprochen in meinem Leben, über die ganze Zeit. Ich lerne regelmäßig Frauen kennen. Heutzutage nicht mehr so viel wie früher, deutlich mehr, weil ich deutlich mehr Bock habe, war deutlich mehr unterwegs. Heutzutage bin ich bei dem ganzen Thema ein bisschen entspannter, gechillter, aber das ist auch der Punkt, an den du optimalerweise kommen willst. Dass dieser Bereich für dich gut funktioniert und du eine gewisse Entspannung darin hast. Aber wichtig ist einfach, dass du mehr machst und nimm einfach mal das, was du gerade machst und mach es mal 2. Also wenn du jetzt, sag ich mal, so im Schnitt vielleicht 5 Frauen die Woche ansprichst, 5 neue Frauen kennenlernst, lern mal 10 kennen und schau, ob du dann immer noch Probleme mit deinem Erfolg mit Frauen hast oder ob es nicht auf magische Art und Weise besser wird. Ganz wichtige Sache. Die zweite Sache ist, dass viele Männer sich einfach kein Feedback einholen und das ist ganz schade. Und ich meine Feedback von dir selbst oder auch Feedback von anderen Leuten. Sei nicht auf, oh ja, ich bin der krasse Alpha und weil ich der krasse Alpha bin, darf ich mir von anderen Leuten nichts sagen lassen und die Meinung der anderen Leute darf mich sowieso nicht interessieren, weil sonst bin ich ja nicht mehr Alpha. Nein, nimm Abstand von diesem ganzen Quatsch. Hol dir Feedback ein. Hol dir Feedback ein von den Frauen, die du datest. Hol dir Feedback ein, indem du dich zum Beispiel selbst mal in den Flirts aufnimmst. Hol dir Feedback ein, indem du zum Beispiel bei deinen männlichen Freunden fragst, was sie so denken, wie du so auf Frauen wirken könntest oder wie sie das empfinden, wenn du mit Frauen unterwegs bist. Ne? Frag die mal. Die meisten Leute können dir da gutes Feedback geben. Auch Frauen. Ja? Es gibt immer diese komische Misconception, diese komische Fehleinstellung. Frauen können dir kein ordentliches Feedback geben. Dem ist aber nicht so. In manchen Fällen geben dir Frauen kein ordentliches Feedback. Das ist richtig. Das ist bei Männern aber auch so. Es geht darum, wie du es präsentierst. Also Frauen musst du es immer so präsentieren, dass es wirklich dir sehr wichtig ist, dass es dir bei deiner Entwicklung weiterhilft und dass du auch nicht verletzt sein wirst, dass sie bitte ehrlich sein sollen. Und dann sind die meisten Frauen schon sehr bereit, dir Feedback zu geben. Weil nehmen wir mal an, du datest jetzt eine Frau über 3 Monate und dann irgendwie endet es auf einmal und du weißt gar nicht so richtig, warum. Und du lässt es aber auch so laufen und ja, kümmerst dich nicht weiter darum, bist so, ja, ich bin ja sowieso Alpha, das hake ich so ab. Schön, wenn du es abhaken kannst, das ist ja auch in Ordnung, aber frag sie doch einfach, was denn das Problem war, damit du einfach daraus lernen kannst für das, was du in Zukunft mit Frauen machst. Das ist so wichtig. Lern von anderen, lern von den Frauen, die du kennenlernst. Lern von anderen Menschen, lass dir Tipps geben. Guck dich selber an, Videoaufnahmen. Deswegen sage ich ja immer, mach Videos von dir selbst, wie du sprichst, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie du denn kommunizierst.
viele Leute kommunizieren einfach unglaublich langweilig und wundern sich dann, warum die Leute sie nicht besonders interessant finden. Aber das kannst du halt nicht rausfinden, wenn du nie Feedback einholst aus deiner Umgebung. Und deine Umgebung kann, wie gesagt, auch du selbst sein, indem du dich aufnimmst oder von der Sprache her aufnimmst im Flirt mit Frauen. Das ist ganz wichtig. Feedback ist ganz wichtig, ansonsten kannst du nichts verbessern. Ne? Du kannst dir so vorstellen, wie du bist in der Schule und du schreibst immer irgendwelche Klausuren, aber niemand korrigiert diese Klausuren, also weißt du gar nicht, dass du Fehler machst. Du brauchst diese Instanz, die deine Klausuren korrigiert. In dem Fall dich und dein Flirt korrigiert. Und das ist ganz wichtig. Da musst du dein Ego mal beiseite lassen, deine Alphaness mal ablegen. Und dann kannst du dich mit Feedback von dir und von anderen Leuten wirklich sehr schnell verbessern. Und die dritte Sache ist, dass du unbedingt lernen musst, den Prozess zu genießen. Und das sehe ich immer wieder in Coachings. Den Prozess genießen, was bedeutet das? Ich sehe es immer wieder in Coachings, dass Teilnehmer zu mir kommen und sagen, hey Tim, oh, heute will ich aber unbedingt eine Telefonnummer haben, heute will ich unbedingt ein Date, heute will ich unbedingt Sex haben, was auch immer die zu mir sagen. Und es ist cool zu wissen, wo man hin will. Es ist cool auf einer Metaebene, auf einer größeren, naja, Vogelperspektivenebene, sage ich mal, zu wissen, wo man hin möchte, zu wissen, hier ist der Standpunkt, wo ich bin, da möchte ich hin. Ich bin jetzt hier und möchte mit vielen Frauen schlafen, Dates, Sex, Beziehung, was auch immer, Familie, was auch immer da dein Ziel ist. Es ist gut, das zu wissen, gut zu wissen, was man will. Aber wenn du dann unterwegs bist und wenn du dann in den Gesprächen mit Frauen bist, dann musst du unbedingt diese Erwartungshaltung ablegen, ansonsten wirst du Probleme bekommen. Du musst, wenn du mit Frauen dann redest, wenn du Frauen kennenlernst, dann sollte der Fokus darauf liegen, Spaß zu haben mit diesen Frauen. Du musst den Prozess genießen. Nicht den Prozess sehen als, oh Gott, das muss ich jetzt hier durcharbeiten und dann komme ich endlich zum Sex. Und ich sage das, weil ich das auch von mir selbst kenne. So habe ich früher auch gedacht, so, jetzt muss ich dieses ganze Gelaber durcharbeiten, die Schritte und dann kriege ich Sex mit der Frau. Und das kann funktionieren, verstehe mich nicht falsch. Das kann funktionieren, aber die eine Sache ist, das ist nicht wirklich fun für dich und auch nicht für sie. Und du wirst weniger Erfolg haben, weil dieser ganze Prozess dir weniger Spaß macht. Du denkst dir dann jedes Mal wieder, ach kacke, jetzt muss ich wieder mit der Frau labern, muss wieder viel Zeit mit ihr verbringen und dann kann ich erst mit ihr schlafen. Hingegen, wenn der Prozess dir Spaß machen würde, wenn das alles, was da passiert, vor dem Sex dir Spaß machen würde, dann hast du eine ganz andere Motivation. Eine ganz andere Motivation für deinen Erfolg mit Frauen. Es ist ganz klar, dass Leute, die Frauen auf der Straße ansprechen und einfach immer nur das Ergebnis haben wollen, erstens schlechtere Ergebnisse bekommen, weil die Frauen spüren so, boah, der will was von mir. Oh, der will was. Das ist nicht so geil. Und zweitens ist das Problem, dass sie nicht so lange dranbleiben, nicht so lange motiviert sind, weil sie diesen Prozess gar nicht mögen. Sie wollen nur das Ergebnis und das Ergebnis kriegt man nicht immer. Wenn man Frauen auf der Straße anspricht, kriegt man nicht immer das Ergebnis, was man sich vorstellt. Ja? Du arbeitest hier mit einem anderen Menschen, der, keine Ahnung, verschiedene, ganz unterschiedliche Glaubenssätze haben könnte, der einen schlechten Tag hat, der vergeben ist. Du arbeitest hier mit ganz vielen Unbekannten, mit ganz vielen Variablen, die unbekannt sind, mit ganz vielen Faktoren. Und deswegen musst du Abstand vom Ergebnis nehmen, ansonsten haust du dich selber aus dem Spiel. Lass es dir von jemandem gesagt sein, der es oft genug bei Teilnehmern gesehen hat und der es oft genug auch bei sich selbst gesehen hat. Na, mittlerweile habe ich über 7 Jahre Arbeit in diesem Gebiet auf meinem Buckel, sage ich mal. Ich habe das oft genug gesehen und das ist immer wieder ein Problem. Check dich mal selbst, ne? Guck mal selbst, gerade wenn du so ein analytischer Typ bist. Und das sind die meisten Leute, die zu mir kommen. Ich war auch, oder was heißt, ich bin ein sehr analytischer Typ. Ich liebe Wissen, ich liebe Sachen zu analysieren. Ich bin unglaublich ein verstandesbasierter Mensch. Die meisten Leute, die Probleme mit Frauen haben, kommen aus dieser Ecke. Ne? Ich habe schon mal gesagt, die Mathematiker kommen zu mir, aber nicht die Schauspieler, ne? Nicht die künstlerischen, sondern die, die mit Zahlen arbeiten zum Beispiel, die kommen viel zu mir. Ne? Nicht nur Mathematiker, aber alles, was so in diese Sparte fällt. Und denen fällt es halt besonders schwer, sich in diesen Prozess reinzubegeben. Denen fällt es halt besonders schwer, es einfach nur zu genießen, weil die sind so, okay, ich löse die Gleichung und dann habe ich das Ergebnis. Und so gehen die auch an Frauen ran. Ich löse das hier, XY-Schritt und dann kriege ich den Sex. Und das funktioniert nicht. Wenn du diese 3 Sachen beachtest oder diese Sachen umstellst in deinem Leben, dann wirst du feststellen, dass du fast automatisch, auf Fingerschnips, sage ich mal, mehr Erfolg mit Frauen bekommen wirst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du es fandest. Unter mir, beziehungsweise links von mir, kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu einem Video, das dir weitere Tipps in Bezug auf deinen Erfolg mit Frauen gibt. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, schau da einfach mal vorbei. Übermorgen sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon, dich dann wiederzusehen. Bis dahin, ciao.